Hallo Leute und willkommen zurück bei Resident Evil. Ich habe jetzt genau eine Woche lang nicht gespielt. Ich habe ja einiges im Voraus produziert und deshalb musste ich gar nicht aufnehmen. Naja, was heißt musste, ne? Klingt immer so negativ. Ja, und jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir hier überhaupt tun müssen. Nee, ich weiß es noch so ungefähr. Wollte aber trotzdem gerade mal schauen, wie es mit Munition und so aussieht. Ich weiß, sehr schlecht. Sieht es tatsächlich so schlecht aus, wie ich gerade denke? Ja. Okay. Huch, ich muss echt erstmal wieder reinkommen, so, ne? Wenn man eine Woche nicht gespielt hat und zwischendurch was anderes zockt. Aber nun gut, ich möchte das Spiel jetzt auch eigentlich so schnell wie möglich durchspielen. Also ich werde jetzt nicht durchrushen oder so, das kriege ich sowieso nicht hin. Aber es ist ja gestern Resident Evil 2, Revelations 2 rausgekommen. Was war denn jetzt hier nochmal? Die war doch zu, ne? Genau. Ja, Resident Evil Revelations 2 ist rausgekommen. Das möchte ich auf jeden Fall bald spielen. Also direkt im Anschluss hieran. Ich denke, so viele Folgen werden es auch nicht mehr. So, und jetzt möchte ich erstmal gerne, ich glaube, hier in diesen Raum zurück. Da, wo das Rätsel war. Denn ich kann mich noch erinnern, dass wir das Passwort für den Computer bekommen haben. War das diese Tür? Das Passwort für den Computer, daran kann ich mich ja noch erinnern. John und Ada. Aber wir mussten... Ja, genau, hier bin ich richtig. Wir mussten das irgendwie noch in alphabetischer Reihenfolge... Wie war das noch gleich? John Ada, ja, stimmt. So, Clark David. Okay. Nee, nee, austauschen möchte ich die nicht. Denn ich glaube, das war ja schon richtig so. Ich mache erstmal wieder das Licht hier an, das rote. Jawohl. So, ein Teil glüht rot. Ich glaube, das ist nämlich das, was wir brauchen. Einmal der Darm unten, dann die Speiseröhre, dann die Leber und dann die Lunge. Okay, und jetzt gucken wir nochmal hier drauf. Ein Teil des Darms, dann die Lunge. Moment mal eben. Ich schreibe mir das mal auf. Also wir haben C, dann haben wir die Speiseröhre oder auch Luftröhre, ich weiß es nicht. Und dann haben wir die Leber, das L und die Lunge. Ah, dann ist das Passwort Cell, also Zelle. Ich weiß noch nicht mehr, zum Öffnen der elektrischen Tür. Müssen die Initialen alphabetisch angeordnet werden? Okay, aber wo war das jetzt noch gleich? War das auch in dem Raum mit dem... Mit dem PC? Ach, wahrscheinlich, ne? Da müssen wir erstmal Passwort und den Namen eingeben und dann wahrscheinlich den Rest. Die waren beide zu oder habe ich die noch nicht? Ne, die Tür ist verschlossen. Okay. Und Hebel zum Öffnen der Türschlösser, wenn sie nur... Ja, okay. Gut, dann müssen wir jetzt doch nochmal zurück. Und ich werde jetzt echt an den Zombies hier vorbeirennen. Das bisschen Munition, das ich noch habe, möchte ich mir dann doch aufsparen. Und wo renne ich jetzt am besten durch? Ich glaube hier. Ah, der liegt. Okay, aber einer läuft da noch rum. Ich hoffe, dass ich ihm jetzt nicht direkt in die Arme laufe. Das wäre schön. War das überhaupt dieser Raum? Ja, das war er. John, Ada und Cell. Okay. So, dann wollen wir doch mal. Login ist einmal John. John. Enter. Genau. Und Ada. Und Enter. Yay! Sehr gut. Ja, die öffnen wir mal. Passwort ist... Cell. Yay, 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 yay. Sehr schön. Oh. Oh, okay. Ja, interessant. Die öffnen wir auch mal. Ich hoffe, das Passwort... Ja, sehr gut. Gilt auch dafür. So, Basement 3F. Okay.
Ja, okay. Dann sind die doch jetzt... Sind die doch jetzt beide geöffnet, oder? Sind sie geöffnet? Ich weiß es nicht. Ich muss mal eben schauen. Ich probiere das jetzt einfach. Okay, ich höre dich, lieber Zombie. Die Tür ist verschlossen, eine Art Hochspannungs... Ach so, muss ich jetzt... Ah, jetzt muss ich erst die Hebel betätigen. Verstehe ich das richtig? Und dann sind hier tatsächlich alle Türen auf? Ja, ja, ich höre dich, mein Freund. Dann gehe ich doch nochmal hier rein. Und dann kommen wir noch weiter nach unten. Ist das deren Ernst? So. Hebel zum Öffnen. Ja, ja, wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln... Was? Aber ich habe doch jetzt... Ah, die habe ich aber schon mal geöffnet. Okay. Gut, wie die Hebel da jetzt zusammenhängen, weiß ich nicht wirklich. Ich höre eklige Geräusche. Was ist das hier? Dia-Filter? Nein, ich nehme ihn erstmal nicht mit. Da ist Munition, da ist ein Farbband. Da raschelt doch irgendwas. Hier ist also ein Zombie drin. Shit. Nein. Ich glaube, den muss ich jetzt leider... Shit. Ah, das hat ja super funktioniert. Nimm den. Mist, ey. Mist. Oh, dann schaue ich mich mal so hier um. Fax, vielleicht kommen wir ja so hier durch. An Säuberungsabteilung zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimsten Forschungen an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreicht sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Okay. Ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Mo-Diskette könnten Sie den Passcode an das System übertragen. Aha, das heißt... Okay, ein Haufen dreckiger Gefäße. Das heißt hier... Ah, da, 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 da. Blödsack. Okay. Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Hätte ich es mal nicht getan. Achtung. Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Okay. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Oh-oh. Oh-oh. Ja, wir nehmen mal den Dia-Filter mit. Ich nehme auch mal die Munition mit. So, klar, der Raum ist natürlich noch rot, weil er das Farbband ist. Ich möchte es aber ungern mitnehmen. Habe ich denn hier sonst alles? Das Regal steht voller Flaschen. Sie enthalten ein Pulver, vielleicht eine Art pflanzliche Medizin. Okay, ich gehe einfach davon aus, ja, ja, okay, dass ich hier erstmal soweit alles habe. Ja, das Farbband lasse ich liegen. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Mist, ich brauche die Modus-Kette. Vor allem, ich habe ja zwei, ne? Ist das jetzt egal, welche ich mitnehme?
Ich hoffe es. So, hier kommen wir natürlich nicht weiter. Ja, die Tür ist verschlossen. Okay. So. Dann schaue ich nochmal, welche verschlossenen Türen haben wir noch? Die da hinten, aber die ging ja nicht auf. Aber vielleicht jetzt. Gingen die jetzt gerade beide nicht auf? Ich habe schon wieder keine Ahnung. Ich glaube, die gingen beide nicht auf, ne? Okay, ja. Okay, und dann wird es bei der hier das Gleiche sein. Gut, also ich brauche... Ja, ich brauche die Modus-Kette. Ah, komme ich durch? Bitte lass mich... Na, komm mal her, mein Freund. Nee, ich gehe andersrum. Das ist mir echt zu unsicher, jetzt an dem vorbeizugehen. Schießen will ich nicht, deshalb... Tschüss, mein Freund. Ich gehe einfach hier lang und hoffe, du überraschst mich jetzt nicht. Von der Seite. Dankeschön. Dann nehme ich jetzt einfach beide Modus-Ketten mit. Nope. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Du bleibst weg. Oh. Rennen, 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 rennen. Boah, ich hasse die einfach nur. Geh rein, geh rein. Mann, der wird mich jetzt gleich hier erwarten, ne? Und ich kann nicht auf ihn schießen. Mann. Das ist so mies. So, Moment mal eben. Wie sieht's denn mit der Gesundheit aus? Warnung. Das heißt, ich könnte eventuell das grüne Kraut draußen mitnehmen, sofern ich das schaffe. Und das wird mich dann erstmal ein bisschen heilen. So, das kommt weg. Oder reicht vielleicht doch nur eine Modus-Kette? Ich meine, das sind ja beides einfach Modus-Ketten. Was soll da sein? Dia-Filter. Ach komm, ich kann noch... Ich überlege gerade. Hallo, warum... Hallo, warum wechselt er jetzt nicht mehr? Ich nehme jetzt doch das grüne Kraut. Nehme ich die andere Modus-Kette auch noch mit? Ich meine, falls ich sie gleich noch brauche... Ja, das Kraut nehme ich sowieso jetzt. Und ich habe so die Befürchtung, dass ich nochmal zurück ins Haus muss. Stand der da gerade schon? Hat man den da durchgesehen? Das sah gerade aus, als hätte er einen Kopf durchgeschaut. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich habe die Befürchtung, ich muss nochmal zurück ins Haus. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Ich muss die wirklich verbrennen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die ich noch habe. Weil sonst machen die mir da echt Probleme. Ich sehe es schon kommen, dass ich irgendwie kurz davor bin zu speichern, zur Kiste muss und ganz dringend speichern muss und dann töten die mich. Ja, das sehe ich tatsächlich schon kommen. So, du Blödsack. Bleibst du hoffentlich liegen. Dann verwende ich doch mal... Was? Hä? Ah, das war ja hier hinten. Mensch, ich habe gerade schon gedacht, wo ist das blöde Modus-Kettengerät? Ah, okay. Okay, die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Ja, ganz wunderbar. Können wir wenigstens einen Hebel schon mal umlegen? Ja. Okay. Ja. Gut. Ja, Filter.
Ja, was hat mir das denn jetzt genau gebracht? Die sind immer noch zu? Also klar, die Hebel sind ja wahrscheinlich für die große Tür, ne, die direkt hier ist. Das ist jetzt eine gute Frage. Also, da in dem Raum haben wir alles. Kann ich noch mal... Ich kann noch mal da hinten rein. Da habe ich noch irgendwas übersehen. Oh, nein! Der ist ausgerechnet... Ja, der ist auch noch ausgerechnet hier, ne? Ich dachte, der steht da nur in der Ecke rum. Mann! So, hier muss jetzt noch irgendetwas sein. Aber was? Eine Reihe von LCD-Bildschirmen, die wurden bestimmt verwendet, um etwas anzuzeigen. Ja, aber ich habe doch beide schon aufgeschlossen. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Ich mache das jetzt nochmal. Also John und Ada. So. Okay. Basement Door Lock Operation. 2F. Kann ich nur eins öffnen? Unlocked. Und wie komme ich da hin? Ach, da wird es mir angezeigt, aber... Wo ist das? Da ist auch ein Dia-Projektor. Zumindest erstmal so eine Leinwand. Wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und das ist auch aufgeschlossen. Da, das ist der Raum, in dem wir gerade waren. Das ist der, genau da neben der Treppe. Klar, da waren wir auch gerade. Moment. Ich möchte jetzt doch nochmal eben kurz auf der Karte nachschauen. Jetzt muss ich das leider nochmal eingeben. Wo genau ist dieser Raum? So, da. Ach, das ist oben. Das ist die Tür oben. Okay. Ja, kapiert. Ich habe nicht so wirklich auf die Karte geschaut vorhin. Ja, ja, dann beenden wir das mal. So, und was ist denn jetzt noch hier? Habe ich da drin vielleicht was übersehen? Stimmt, da hat doch irgendwas. Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Ich weiß ja nicht. Ich gehe davon... Ach komm, wir nehmen ihn mit. Ich gehe davon aus, dass da oben die eine Mode-Disc noch benutzt werden muss. Von daher wird sich das dann mit dem Platz sowieso erledigen. So. Prüfen wir mal. Jo, sehr schön. Grünes Kraut. Ein grünes Kraut. Ja, okay. Ich glaube, ich nehme das direkt. Ja, ich nehme das direkt. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch, was die Kräuter angeht. Aber besser so, als die Munition verschwenden. Das habe ich ja schon zur Genüge getan. So, wo gehen wir lang? Hier? Ah, komm, mein Freund. Du bist sowieso nicht so schnell. Dann laufe ich lieber einmal komplett hier rum. Wir machen nur die beiden da oben ein bisschen Angst, weil die sind verflucht schnell. Und der hier unten liegt, der wird nämlich auch noch aufstehen, bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe, die stehen ja jetzt nicht direkt an der Treppe. Ich meine, ich muss ja nur... Lauf, lauf, lauf. Ah, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Nein, lass mich wenigstens nach oben, lass mich wenigstens nach oben. Geh weg, geh weiter. Geh weiter, Chris. Geh durch, geh durch, geh durch. Ja, einigermaßen gut entkommen trotzdem. Ich muss die irgendwie abfackeln. Hier ist schon mal der Projektor, beziehungsweise die Leinwand.
Das ist schon mal gut. Da ist Erste-Hilfe-Spray. Ist das Munition? Ja, es ist Gewehrmunition, die ich aber erstmal liegen lasse. Oh, Sicherheitsprotokolle, Erdgeschoss, Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Bitte was? Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arvin. Arvin? Arvin? Ich weiß es nicht. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Oh oh. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher E. Smith, S. Ross oder A. Wesker muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Na, sieh mal einer an. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitro-Verbindung der Primärbrennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss, Entwicklung des Tyrant oder Tyrant, nach Verabreichung des T-Virus, nicht weiter lesbar.